glaube, ich muss nicht viel zu Alvin Meschede sagen, weil unter dem gleichen Namen gibt es einen Podcast, der YouTube-Kanal zu dem Thema, im Prinzip zu Warnthemen und ähnliches. Also ich glaube, muss man nicht viel vorstellen. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen auch so grob, worum es hier geht, nämlich um ETCS-Protokoll-Quirks. Und ich glaube, wir können einfach anfangen. Viel Spaß! Ja, hallo. Mein Name ist Alvin Meschede. Ich komme aus einer speziellen Ecke der Eisenbahnwelt, nämlich dem Simulatorenbau. Wir bauen also Simulationssoftware für die Lokführerausbildung und auch für Unterhaltungszwecke für Eisenbahnfreunde. Und so ergab es sich, dass ich vor einigen Jahren anfing, mich mit ETCS zu beschäftigen, weil ich wissen wollte, wie funktioniert denn das eigentlich und wie können wir das in unserer Software umsetzen. Ich stellte dann erfreut fest, dass die grundlegenden europäischen Spezifikationen dieses Zugbeeinflussungssystems, die sind frei verfügbar. Man kann die sich runterladen hier auf der Homepage der Europäischen Eisenbahnagentur. Diese europäische Spezifikation muss man sich vorstellen wie einen großen Baukasten, der alles kann. Also alle Features, die irgendeine Eisenbahn in Europa irgendwie brauchen könnte oder in der Vergangenheit mal gebraucht hat, sind da drin. Und der jeweilige nationale Schienennetzbetreiber greift in diesen Baukasten und nimmt sich die Klötze raus, die er glaubt, dass er die brauchen tut. Die nationale Ausprägung des jeweiligen ETCS ist dann allerdings halt leider zu meinem großen Leidwesen nicht oder sagen wir mal nur bruchstückhaft üblicherweise dokumentiert. Das sind in Deutschland zum Beispiel die sogenannten Lastenhefte der betrieblich-technischen Systemfunktionen. Da kommt man dann, wenn man sich dafür interessiert, leider nicht dran. Das bedeutet, dass man sich, wenn man dazu was wissen möchte, muss man sich das reverse-engineeren durch Beobachtung des Systemverhaltens oder indem man eben die Dokumente sich anschaut, die es öffentlich dazu gibt. So. Das ist jetzt hier keine Schulungsveranstaltung, ETCS-Protokoll. Ich habe das, was ich jetzt hier zeige, habe ich gezielt so ein bisschen danach ausgesucht, dass wir auch ein bisschen was zu grinsen haben. Na, das ist das Ziel dieses Vortrags hier. Wir schauen jetzt rein in dieses Dokument hier. Das ist ein Kapitel aus diesem Subset 026 der ETCS-Hauptspezifikation. Und in diesem Kapitel 7 wird das Datenprotokoll beschrieben, was zwischen dem Fahrzeug und der Strecke gesprochen wird. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie was einem Nerd in Anführungszeichen dazu dann auffallen würde. ETCS ist ein wohldefinierter Standard, zum Beispiel in einer Variablen, wo dem Fahrzeug dann erzielbare Bremsverzögerungswerte auf rutschigen Schienen mitgeteilt werden. Da würde doch niemand auf die Idee kommen, dann dort Special Values zu definieren, die dann keine Bremsverzögerung vorgeben, sondern stattdessen Einfluss auf die Display-Darstellung, die der Triebfahrzeugführer im Führerstand sieht, dann nehmen. Ja, stellt sich raus, genau das haben die ETCS-Entwickler gemacht in der ETCS-SRS-Version 3.6. Besonders interessant ist hier dieser Special Value 61. Damit lässt sich ein untoter Zombie nochmal wiederbeleben, der eigentlich mit ETCS-SRS 3.6 abgeschafft worden war. Die sogenannte Pre-Indication-Darstellung, also auf Deutsch Bremsvorankündigung, die hatte man eigentlich killen wollen, weil es gab Strecken, die waren so ungünstig trassiert, da klingelte es deswegen dauernd im Führerstand. So, wenn man jetzt hergeht als Schienennetzbetreiber und hier in den NV-MaxRed-ADH-Variablen Special Value 61 dann setzt, dann kann man diese Pre-Indication-Darstellung nochmal wiederbekommen, weil es offenbar Eisenbahnen gibt, die sagen, die hatte doch durchaus irgendeinen Sinn, wenn der Schienenzustand Zustand schlecht ist und die Schienen rutschig sind, dann hat der Triebfahrzeugführer mehr Vorwarnzeit, dass er gleich bremsen muss. Was ist denn wohl die Höchstgeschwindigkeit, die größte Geschwindigkeit, die von ETCS supported wird? Es sind 600 km/h.
Ja, die Franzosen haben das ja tatsächlich fast ausgereizt. Die sind mal mit einem TGV mit 574, etwas km/h sind die mal probehalber über die Post Nord geheizt, hatten dabei allerdings das ETCS abgeschaltet. Aber man sieht, es ist also durchaus noch Luft da drinne. Eine Höchstgeschwindigkeit von 0 hat übrigens noch die Spezialbedeutung, eine sofortige Zwangsbremsung auszulösen. Und was man hier auch sieht, ETCS ist in der Lage, Geschwindigkeiten in 5 km/h Schritten zu übertragen, zu signalisieren. Diese 5 km/h Schritte, das ist die große Hoffnung der digitalen Schiene Deutschland. Das soll unser Schienennetz vor der völligen Überlastung zukünftig retten, weil, wie sich herausstellt, haben wir in Deutschland einen gar nicht so kleinen Bestand an Weichen, die man schon immer mit 65 km/h im abzweigenden Strang befahren konnte. Wir konnten die letzten 5 km/h allerdings bislang mit unseren Zugbeeinflussungssystemen, die wir hatten, nicht nutzen, weil wir keine ZS3-Kennziffer 6,5 an den Signalen signalisieren konnten. Geschwindigkeiten werden also immer in diesem Wertebereich mit 7 Bit von 0 bis 600 km/h in den Datenpaketen übertragen. Auch wenn das dann zu unsinnigen Ergebnissen führt. Also es ist tatsächlich so, dass aus diesem Grund die rein technisch supportete Geschwindigkeit für das Fahren auf Sicht ist ebenfalls 600 km/h. Ja, Fahren auf Sicht heißt also, man muss die Geschwindigkeit so regeln, dass man vor jedwedem Hindernis im Gleis noch rechtzeitig anhalten kann. Was ist denn wohl die minimal unterstützte Zuglänge des ETCS, also der kürzeste Zug, den es überhaupt geben kann? 0 Meter. Negativ? Ja, ETCS supportet tatsächlich infinitesimal kurze Züge mit 0 Meter Zuglänge. Da würde ich natürlich als Softwareentwickler einer ETCS-Streckenzentrale sofort erstmal einen Testcase schreiben. Was passiert denn eigentlich in meinem Radio Block Center, wenn tatsächlich mal so ein Zug ankommt? Ja, und wie man sieht, die größte zulässige Zuglänge wären 4095 Meter. Es gibt auf der Welt einige Bergbaueisenbahnen und auch in den Vereinigten Staaten, habe ich mir sagen lassen, gibt es einzelne Züge, für die das nicht ausreichen würde. Aber deswegen heißt das ja auch ETCS und nicht ATCS, American Train Control System. So, ihr glaubt also, dass euer Zug 4095 Meter lang ist. Seid ihr euch sicher? Ihr solltet das prüfen. Das ist natürlich während der Fahrt ein bisschen schwierig, ne? Und deswegen ist es also tatsächlich so, dass Züge unter ETCS Level 3, die werden wie ein Gummiband, während sie sich bewegen, dann länger. Und sobald die wieder zweifelsfrei geortet werden konnten und der Ortungsfehler also zurückgesetzt werden kann, dann werden sie wieder kürzer. Dafür ist ein Wertebereich vorgesehen. Ja, jetzt lacht ihr. Aber die Arbeitsgruppe für Hybrid Level 3 hat also ernsthaft die Frage diskutiert, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt Eisenbahnen in, was weiß ich, Nordschweden oder so mit ETCS ausrüsten. In der Pampa ist ja so wenig los, da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, tatsächlich mal für 30 Kilometer oder so keinen Ortungsdatenpunkt im Gleis zu installieren. Unter diesen Bedingungen könnte es passieren, dass es in dieser Variablen hier zu einem Overflow kommt und dann könnte eine potenziell sehr gefährliche Situation entstehen. Das hat man dann so gelöst, das Problem, dass man das also in die Dokumentation reingeschrieben hat. Ja, also die Schienennetzbetreiber sollen bitte nicht zu geizig sein mit Ortungsdatenpunkten, damit das hier nicht überläuft, L-Train int. Was ist die maximal unterstützte Streckenneigung? Es sind 254 Promille. Also die ETCS-Entwickler hatten offenbar Eingebungen von höheren Mächten, die den ETCS-geführten Schrägaufzug als Verkehrsmittel der Zukunft sahen. Was ist die maximale Länge eines Durchrutschwegs, also der Sicherheitsraum hinter einem Halt zeigenden Signal? Nee, nicht 32 Kilometer, sondern 327 Kilometer.
Weil man kann das hier über die Variable Q-Scale nämlich noch mit einem Faktor 10 hochskalieren und dann hat man 327 Kilometer zur Verfügung. Es liegt daran, also Distanzen werden immer mit 15 Bit und in diesem Wertebereich bis 327 Kilometer kodiert im Protokoll. Wenn es darum geht, wie weit darf denn das Fahrzeug in die falsche, also die andere als die gewollte Fahrtrichtung, dann am Berg zum Beispiel zurückrollen, da hat der Schienennetzbetreiber allerdings dann sogar noch die Option, dass er einen Special Value setzen kann und sagen kann, ja, 327,6 Kilometer sind immer noch nicht genug, wir können das hier auch noch auf Infinity setzen. Ja, möglicherweise weiß so ein Schienennetzbetreiber auch gar nicht, was er da für Infrastruktur im Gleis da deponiert hat. Wenn er mal nicht weiß, wie lang seine Euroloops sind, die er verlegt hat, dann muss er sich da nicht festlegen und kann auch da sagen, weiß ich nicht. MR-Tight ist die Variable, da teilt der Zug dann mit, ob er druckdicht ist oder ob er es nicht ist. Interessanterweise ist da ein zweites Bit noch vorgesehen, das derzeit nicht belegt ist. Das macht auch durchaus Sinn. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, die hatte zumindest früher Intercity-Wagen, da je nachdem welchen technischen Standard die halt erfüllten, waren die entweder tatsächlich druckdicht oder sie waren nur druckgeschützt. Diese Unterscheidung gibt es also derzeit im ETCS-Datenprotokoll nicht, aber das ist wohl durchaus vielleicht für die Zukunft vorgesehen. Könnte sein, dass das irgendwann demnächst dann in einer zukünftigen Version des Standards noch kommt. Was ist der maximale Oberstrom, den man aus der Fahrleitung ziehen darf? Es sind 10.000 Ampere. So, aber falls das nicht reicht, ja, Special Value 1023, dann ist wirklich feuerfrei. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, was ist denn das dann für eine ortsfeste elektrische Anlage? Die darf dann ja gar keine Sicherungen haben, wenn man das wörtlich nimmt. Dürfte dann ja eigentlich nicht sein. Im Error ist die Variable, wo Fehlerzustände kodiert werden. Da haben die ETCS-Entwickler damals mal sicherheitshalber großzügig 8 Bit vorgesehen für, von denen sie derzeit allerdings nur 9 Zustände tatsächlich nutzen und der Rest ist derzeit Reserve. Also wir haben noch reichlich Luft für Fehler im ETCS, die wir derzeit noch gar nicht kennen. Ganz anders sieht das aus in der Variable, wo das Fahrzeug mitteilt, in welcher Betriebsart es gerade sich befindet. Die ist tatsächlich derzeit jetzt im ETCS 3.6 voll bis zum Rand. Und ich bin mal gespannt, für selbstfahrende Züge, ATO, da soll es ja jetzt eine neue Betriebsart geben. Wie sie das da irgendwie noch unterbringen, habe ich mir noch nicht angesehen. Ja, die maximale Länge einer mit ETCS ausgerüsteten Strecke sind knapp unter 10.000 Kilometer. Sollte das nicht reichen, dann kann man auch noch Special Value 16.777.215 kommandieren. Das sagt dem Fahrzeug dann, hier beginnt jetzt Terra Incognita, bitte nicht versuchen, die Kilometrierung weiterzurechnen. Was ist die maximal erlaubte Achsenzahl einer Lokomotive unter ETCS? Nee, viel zu wenig. Es sind 1022 Achsen. Interessanterweise sagt hier die Description, dass hier bei Zügen, die aus Lok und Wagen gebildet sind, es ist hier tatsächlich nur die Lok selber gefragt. Die Wagen dahinter interessieren aus irgendeinem Grund gar nicht. Bei Triebwagen, da sollen dann allerdings alle Achsen angegeben werden. Ich habe versucht herauszufinden, wo diese Variable eigentlich hier in der europäischen Spezifikation irgendwo verwendet wird und wo sie da auftaucht. Ich habe das nicht gefunden, aber vielleicht habe ich es auch übersehen. Ganz witzig ist hier unten noch der Special Value 1023. Wenn das Fahrzeug nicht weiß, wie viele Achsen diese Lokomotive jetzt hier hat, das ist ja schwierig mit dem Durchzählen der Achsen. Ja, die entstehen möglicherweise irgendwie neu oder man verliert auch mal eine Achse. Ja, tatsächlich sind auch 0 Achsen erlaubt. Okay.
NitRadio, das ist die Variable, mit der dem Zug mitgeteilt wird, welche ETCS-Streckenzentrale das Fahrzeuggerät anrufen soll. Die Rufnummern, die Ziffern werden als BCD-Zahlen dort übermittelt. Also für jede Ziffer von 0 bis 9 werden 4 Bit verwendet. Und dann bleiben 6 Zustände noch frei. Das nennt der Fachmann die sogenannten Pseudotetraden. Und die Pseudotetrade F wird also im ETCS-Protokoll tatsächlich verwendet. Wenn einzelne Fs auftreten, dann dient das als Padding. Und wenn nur Fs übermittelt werden, dann kann salopp gesagt der Schienennetzbetreiber die Telefonnummer seiner Streckenzentrale vor dem Fahrzeug geheim halten, weil das sind ja schützenswerte Informationen über kritische Infrastruktur. Und da sagt dem Fahrzeug dann, ja, nutz halt die auf dem Gerät hinterlegte Kurzwahl, ruf da an und dann wird dir schon irgendjemand abnehmen und dir weiterhelfen. Wenn der Schienennetzbetreiber ein bestimmtes Eisenbahnverkehrsunternehmen abgrundtief hassen tut, hat er die Möglichkeit, eine nicht widerrufbare Langsamfahrstelle zu kommandieren. Nichts und niemand in der Welt kann die dann wieder rückgängig machen. Wusstet ihr, dass man als Fahrzeug nicht einfach so bei der Streckenzentrale eine Fahrerlaubnis anfragen darf? Man muss das begründen, warum man es wagt, der hart arbeitenden Zentrale auf die Nerven zu fallen mit so einer lästigen Anfrage. Das hier ist die abschließende Liste aller Gründe, warum man eine Fahrerlaubnis anfragen könnte bei der Zentrale. Also das dient dazu, dass die Zentrale gegebenenfalls, wenn viel zu tun ist, ein bisschen priorisieren kann. Falls irgendwie, also ETCS ist mit der Annahme entworfen, dass also das Fahrzeug jetzt kein böswilliger Akteur ist, falls es Fahrzeuge geben würde, die tatsächlich irgendwie die Zentrale spammen würden mit Fahrerlaubnisanfragen, weil so eine Fahrerlaubnis zu erstellen, das erfordert auf so einem sicheren Computer auch eine gewisse Bearbeitungszeit. Ich könnte mir vorstellen, dass man da tatsächlich irgendwelche Denial-of-Service-Zustände herbeiführen könnte. Aber es sind ja alle beteiligten Komponenten, müssen ja Zulassungsverfahren durchlaufen. Und wahrscheinlich würde dann auch DB Netz dann am nächsten Tag unser Eisenbahnverkehrsunternehmen anrufen und fragen, sag mal, euer Fahrzeuggerät verhält sich aber irgendwie komisch. Ja. Spammt uns hier mit Fahrerlaubnisanfragen. Die Release-Geschwindigkeit, es ist die Geschwindigkeit, mit der man an ein haltzeigendes Signal noch heranfahren kann, um sich gegebenenfalls dann in den Balisenpärchen am Signal die nächste Fahrerlaubnis abholen zu können. Normalerweise machen Schienennetzbetreiber da sehr kleinliche Vorgaben dazu, welche Geschwindigkeit das dann jeweils ist. Sie haben allerdings auch tatsächlich die Möglichkeit, hier Special Value 126 zu kommandieren und dann quasi zu sagen, ja, rechne dir halt deine Entlassgeschwindigkeit selber aus. Ist uns egal. Es wird oder es sollte für alle diese Sachen irgendwelche Anwendungsfälle geben. Falls ja dazu jemand mal was weiß, lasst es mich dann bei Gelegenheit vielleicht mal wissen. Würde mich interessieren. Was ist die maximale Länge einer Textnachricht, die man dem Triebfahrzeug auf das Führerraumdisplay schicken kann? 160 Zeichen, wie bei SMS, ne? Nee, es sind 255 Zeichen. Der Schienennetzbetreiber hat die Option, dass er Textnachrichten verschickt, die danach nicht mehr aus dem Display verschwinden. Hier könnt ihr Ihre Werbung stellen. Ja. Übersetzbarkeit, also feststehende Texte, dass man die vielleicht dem Triebfahrzeugführer dann in seiner jeweiligen Muttersprache anzeigt. Die Funktion ist vorgesehen mit der Variablen Qtext. Wir könnten da irgendwie 255 feste Texte oder so hinterlegen und die könnten jeweils in alle möglichen Sprachen übersetzt dann vom Fahrzeuggerät angezeigt werden. Das wird allerdings im derzeitigen Standard praktisch kaum genutzt. Es gibt zwei definierte Texte hier, einmal, dass der Bahnübergang nicht gesichert ist und einmal Acknowledgement. Die meisten Texte, die halt kommen, sind halt auch vom Schienennetzbetreiber festgelegt und der wird wahrscheinlich dann seine Landessprache natürlich verwenden und ein Triebfahrzeugführer muss einfach auch die Sprache sprechen können in dem Land, von dem Land, wo er gerade rumfährt. Thema Internationalisierung.
ETCS ist, so wie die Dinge derzeit stehen, also tatsächlich nicht Unicode-fähig. Die Chinesen haben ja die Spezifikation geforkt und haben aus ETCS das CTCS entwickelt, das Chinese Train Control System. Ich schätze mal, das wird das gewesen sein hier, was die als erstes geändert haben. Damit sind derzeit auch einige innovative Geschäftsmodelle in Sachen Schienenmaut leider technisch verbaut. Ja, zum Beispiel, dass man Textmitteilung dem Triebfahrzeug schickt, ja, bitte mal einen Euro in die Parkuhr am Signal werfen, damit es grün wird. Das geht nicht, weil das Eurozeichen ist ja in 8859-1 nicht enthalten. Man braucht den Zeichensatz 8859-15. Jo, oh, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Meine Güte. Oh. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Weil ich bin nämlich ja dann jetzt schon so langsam am Ende. Das hier ist eigentlich mein Rausschmeißer jetzt hier. Na, Q-Length, da kann der Zug dann der Zentrale mitteilen, dass er, wenn er Special Value 3 dann hier übermittelt, da kann er mitteilen, dass er just in diesem Moment ist der Zug gerade auseinandergerissen und kollert jetzt in 2, 3, 4, 5 außer Kontrolle geratenen Teilen unabhängig voneinander da über das Gleis irgendwie. Ja, und das soll es gewesen sein. Ja, Alvin Meschede. Wie gesagt, wer es noch nicht hat, den YouTube-Kanal kann hier vielleicht mal anschauen oder sowas in der Art, aber ich denke, das wisst ihr eh schon alle. Okay, Fragen? Bei dem Fahrerlaubnis-Anfragegrund gab es eine Special Value Track Description deleted. Weißt du, für das, was das steht? Und zwar, das ist der Streckenatlas. Der wird also von der Zentrale übermittelt, wie die Strecke, also geschwindigkeitsmäßig zum Beispiel, auf den nächsten paar Kilometern aussieht. Plus alles mögliche andere, was da dran hängt. Ja, ist sie elektrifiziert, mit welchem Stromsystem und so weiter und so weiter. Alles, was man da so über das Protokoll dann mitteilen kann. So, da könnte es jetzt also passieren, dass das aufgrund irgendwelcher Manöver dann gelöscht werden musste. Ja, zum Beispiel, weil ich das Fahrzeug abgerüstet habe. Sind da die Übertragungsraten so niedrig, dass Sie da an den Bit so rumgeizen müssen? Oder warum? Jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr. Also es ist so, dass man bei üblichen Geschwindigkeiten irgendwie, wenn man so eine Eurobalise überfährt, dann wird, glaube ich, der gesamte Inhalt der Eurobalise wird irgendwie 2 oder 3 Mal oder so, vielleicht auch noch mehr. Also so viel Zeit ist da tatsächlich, auch wenn man da mit 250 km/h drüber kachelt. 600? Ja. Deswegen gibt es diese Grenze da von 600. Oberhalb von 600 scheint das nicht mehr sichergestellt zu sein, dass also wirklich der vollständige Inhalt der Balise tatsächlich mal eben übermittelt werden kann, während man da vorbeizischt. Wir hatten es jetzt gerade von diesen lokalisierbaren Strings, die dann halt in der Landessprache angezeigt werden oder halt auch nicht, weil es nur 2 gibt. Was passiert dann eigentlich, weißt du das, zufällig in so Ländern wie Belgien oder Schweiz, wo es die Landessprache halt nicht eindeutig gibt? Ja, also es wird halt so sein, dass das Fahrzeuggerät, das lässt sich ja vom Bedienpersonal einstellen, welche Sprache es jetzt hier sprechen soll. Man kann ja Lokomotiven, die auch in Deutschland rumfahren, die kann man ja auf alle möglichen Sprachen heutzutage einstellen. Die haben meistens dann verschiedene Sprachpakete da installiert. Es sind ja heutzutage ganz überwiegend Mehrsystemlokomotiven, insbesondere alles, was im Güterverkehr rumfährt. Aus Interesse erstmal danke für den Vortrag, das war sehr unterhaltsam. Dann, wie habt ihr es eigentlich vor, das in euren Simulator zu integrieren? Und zweite Frage, habt ihr darauf vor, ein Spiel zu machen oder was genau wollt ihr mit dem Simulator? Den Simulator kann man bereits als Computerspiel kaufen. Ja, das ist ZUSI, der Zugsimulator. Ja, ZUSI 3. Ansonsten, der Simulator wird ja hauptsächlich zur Lokführerausbildung eingesetzt und es ist da immer die Frage, welche Features wollen die Ausbildungskunden, ja? Und die Hobbyisten hängen dann sozusagen als Zweitverwerter da mit hinten dran. Viele Dinge kann man also auch in der Hobbyversion gar nicht richtig machen, weil man da zum Beispiel dann einen Fahrdienstleiter oder einen anderweitigen Bediener oder sowas braucht. Im Hobby-Simulator muss das eben alles automatisiert ablaufen und solche Automatisierungen dann zu programmieren, das ist im Einzelfall halt schon eine Nummer.
Danke nochmal für den Vortrag. Ich bin langjähriger Fan deines YouTube-Kanals hier hinten. Ich habe einfach nur mal kurz bei den Achsen von der Lokomotive dran gedacht. Bestimmte Maglev-Konzepte haben ja Achsen in dem Sinne oder Räder nur auf der Schiene wirklich und in einer bestimmten Geschwindigkeit, 100, 150 zum Beispiel. Wäre das vielleicht so ein hypothetischer Anwendungsfall, bei bestimmten Geschwindigkeiten der Lokomotive oder der Zug keine Achsen in dem Sinne mehr hat, die die Schiene auch berühren? Sicherlich, klar. Man könnte versuchen, eine Magnetschwebebahn mit ETCS zu betreiben. Wir haben ja auch in Wuppertal die Schwebebahn. Ja, das ist also eigentlich mehr oder weniger, die werden ja nach Straßenbahnrecht betrieben, BO Strapp, soweit ich informiert bin. Die nutzen ja auch ETCS, haben das natürlich schwer für ihre Bedürfnisse da anpassen müssen. Aber es geht offenbar. Du hast ja sicher viel recherchiert, auch zu nationalen Implementierungen. Kannst du da Länder nennen, die das besonders vorbildlich oder mies umgesetzt haben? Also ich habe mir ja nur Deutschland und Österreich bis jetzt wirklich vertieft angeguckt. Ist halt auch die Frage, welche Sprachen spreche ich denn eigentlich jetzt? Ne? Und ich finde also zum Beispiel die österreichische Dokumentation, die ist in einigen Stellen doch etwas umfassender als das, was in Deutschland zur Verfügung gestellt wird an Schnittstellendokumentation. Ja, einmal danke auch von mir. Man kann in Limits ja auch Herausforderungen sehen. Jetzt war meine Frage, gab es da interessante Dinge, wenn man das mal in SUSI versucht? Wir können ja derzeit diese nationalen Werte, wir können die wenigsten davon derzeit verstellen im Simulator. Die sind einfach auf die derzeitigen Anwendungsfälle Deutschland und Österreich. Das ist das, was derzeit für Ausbildungszwecke relevant ist. Die beiden Fälle kann man parametrieren und so verhält sich dann die Software. Also man kann in SUSI mit den Variablen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, mit den meisten kann man gar nicht spielen. Ja, weil so tief steigt der Simulator auch gar nicht in die ETCS-Simulation ein, sondern es geht im Prinzip, am Ende geht es darum, was sieht denn der Triebfahrzeugführer auf dem Display? Ja, das ist immer die relevante Frage bei so einer Simulationsumsetzung. Und was im Hintergrund passiert, was das Fahrzeug mit der Strecke da per Datenaustausch auskaspert, ist für einen Simulationsnachbau nicht relevant. Meine Frage zu der maximalen Streckenneigung war, glaube ich, 254. 254. Also 25,4%. Ich habe nicht so das Gefühl dafür, reicht es für Spezialfälle wie Zahnradbahnen oder so überhaupt? Also auch Zahnradbahnen, die werden wahrscheinlich die 254 wahrscheinlich gar nicht ausnutzen. Klar, oberhalb von etwa 60 Promille oder so, da beginnt bereits nämlich der Bereich, da kann man mit Adhäsionsbahnen schon nichts mehr reißen, da muss man bereits Zahnstange verwenden. Das war genau das, was ich auch fragen wollte, aber tatsächlich von der Antwort her, also 300 Promille soll wohl durchaus bei Zahnradbahnen vorkommen, also gerade nochmal geguckt, in Lyon gibt es diese Straßenbahn, Zahnradbahn, Crossover-Dings, das hat nur 170 Promille, aber ich glaube auch, das ist ein eng bemessenes Limit. Die Landbahn 480. Mhm. 84, glaube ich, irgendwo noch gewesen. So, hat noch jemand Fragen? Ich sehe gerade keine. Dann? Da ist noch eine. Kommt jetzt gerade eine, wenn ich wieder auf die Bühne gegangen bin. Moin, eine Frage zu den Eurobalisen. Sind die eigentlich irgendwie streckenseitig verbunden oder sind das Geräte im Gleis? Es wird eine sogenannte Verkettungsinformation bei den allermeisten Balisen übertragen, damit das Fahrzeug also auch erkennen kann, wenn eine fehlt. Ja, wenn ich eine klaue, dann merkt das Fahrzeug das und sagt dann, hier stimmt jetzt aber irgendwie was nicht. Wenn eine Balise, die zu erwarten war, ja, das wird also in einer vorhergehenden Balise wird mitgeteilt, welche nächsten Balisen zu erwarten sind, beziehungsweise bei Level 2 teilt das die Streckenzentrale mit. Ja, und wenn die dann nicht kommt, dann wird eine Sicherheitsreaktion ausgelöst, der Zug hält an. Du hattest es ja in der Frage gerade schon angedeutet. Du hast gesagt, die Sicherheit des Protokolls basiert darauf mehr oder weniger, dass alle Komponenten abgenommen sein müssen. Ja. Das ist ja jetzt... Das schließt ja, wie in dem Beispiel, jemand klaut die Euro-Balise, nicht alle
Möglichkeiten der Fremdeinwirkung auf Protokoll oder sonstige Ebene ein. Hat man sich da irgendeine Gedanken drüber gemacht oder also, haben die Unternehmen gesagt, puh? Also die Datenübertragung zwischen Fahrzeug und der Strecke ist verschlüsselt. Und im Fall zum Beispiel von ETCS Level 2, wo man also mit einer Streckenzentrale spricht, spricht die Zentrale auch nur mit Fahrzeugen, von denen sie die Schlüssel hat. Sonst redet die gar nicht mit dem Fahrzeug. Zur Frage kommt jetzt hier jetzt noch. Ist bei Eurobalisen auch eine Verschlüsselung? Kann ich aber an die Strecke gehen und die Eurobalisen irgendwie austauschen mit lustigen Informationen? Heute Abend hält ja noch der Kollege hier von DB Netz einen Vortrag. Ich glaube, den, weiß nicht, der ist ja für Informationssicherheit zuständig. Ja, dann war das eigentlich schon eine gute Überleitung in die Vorstellung, was gleich noch an Talks und Ähnliches kommt. Erstmal nochmal ein dickes, dickes Danke für diesen Talk. Ich glaube, wir haben uns alle sehr...